suchen wir uns einfach eine Holzroute aus, die möglichst viel Holz gibt. Und dann pushen wir die einfach mal. Garten, Heino? Nope. Ich wusste nicht mal, dass die Steine kaputt schlagen können. Dass wir nicht offscreen sind. Au. Fuck. Okay. Eigentlich eine Holzroute, aber irgendwie. Oh, hier ist schon der Ausgang. Okay. Will ich aber noch gar nicht hin. Was hast du für mich? Ja. Zusätzliches halbes Herz ist immer nett. Holz. Hier ist nicht einmal Holz. Wirklich. Nicht einmal. Zero. Cool. Ich will, glaube ich, gerade keinen Anhänger pushen. Ich wollte halt das Ding hier nehmen und nicht mit dir reden, aber ist okay. Ich habe gerade was ganz anderes gesehen auf der Karte. What the fuck ist das hier? Das habe ich gar nicht gesehen. Interessant. Hammer, hä? Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Bum. 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 Dinge, die ich brauche. Unmengen Dünner. Und ein Herz, cool. Ziemlich One-Shots nervt mich so ein bisschen. Nice, wie mein Tentakel einfach nichts getroffen hat. Was ist das hier? Attack Power? Krankes Herz? Sure, krankes Herz. Das Free Damage, basically, wenn ich getroffen wird. So. Dann der Minibus.
mehr Karten, ha? DPS plus 1,5, sure. Kann nicht sein, das ist ein bisschen broken, ne? Aber holy shit, ey. Verschießt mehrere Projekte, die den Gegner verfolgen. Das ist wirklich die Tentakel mag, aber das. Die haben halt kein Tracking, gar nichts. Echt problematisch ist. Mit euch. So stupid gut. Wolltest du irgendwas? Außer auf mich drauf jumpen. Oh Gott. Okay, ist einfach nur jumpy as fuck. Wirklich. Kein Holz, doch da. Ich habe schon eine Predigt abgegeben. Ne, weitere Predigt, okay. Das heißt, ich sollte zurück. Und ich könnte jetzt weitergehen, aber ich habe das gekriegt, was ich wollte, nämlich Holz. Das ist gut. Ist hier der totale Notstand ausgebrochen? Noch nicht. Ja, anscheinend. Es gibt Gerüchte, dass Yanama ein Spion ist und von feindlichen Kultgesandten meine Macht untergraben. Du solltest mit dieser Person sprechen, um die Wahrheit herauszufinden. Schwur. Wie auch immer ich rausfinde, wer ist. How the fuck? Wer bist du? Du bist Gusion. Du bist Andusia. Du bist Yamana. Hallo Anführer, was für ein schöner Tag im Paradies. Aha. Also der scheint jetzt nicht irgendwie hier.
eine Belohnung. Was war das genau? Ein Ding brauche ich noch, ne? Ja, keine Ahnung. I guess wir nehmen die Vogelscheuche. Das ist das Erntetote. Was ist das hier? Warum? Hä? Warum ist hier Stinkeschild? That's weird. Jeder hat sein Zelt, ne? Warum ist hier Stinkeschild? Interessant. Wir haben 10 Leute. Kann das Ding da hinten basteln? Von Holzding. Und die könnten natürlich auch einfach den Baum da fällen, aber das wird zu einfach. Also das, was ich definitiv zuerst will, ist dämlicher Scheiß hier für Farben, weil ich habe satt, selber die Farben leer machen zu müssen. Das ist so nervig. Wie soll ich denn so einen Kultanführer abgeben, wenn ich selber in der Farm rumeiern muss, hä? Wie soll das denn funktionieren, bitte? Unverschämtheit, sowas. Warum laufen Shitstorms an Spinnen rum? Oh, Amdusias hat ein hohes Alter erreicht. Schön. Das ist so nervig. Geht beten, ihr Nerds. Geht einfach nur beten. I'm like so done mit diesem Farmship. Warum kümmert sich eigentlich keiner um die Farm? Ach, weil die gerade alle am Futtern sind. Hat es nicht irgendwer, der irgendwie Sauberkeitsdingsi Auftrag hat? Warum ist hier unten dreckig? Hey. Keine Aufgaben verfügbar. Achso, die machen einfach ihren Job nicht. Cool. Das ist so dumm. Wer hat das gerade gemacht? Jetzt sag ich die. Ich verstehe es nicht. Was willst du? Bitte Anführer, das sind einige, die hungern und kein Zuhause haben. Wir müssen sie unseren Kult beitreten lassen. Tiere hungernde Abgeber. Nein! Du hungerst gleich, Junge. Holy shit. Was ist das denn hier, ey? Ist hier die Caritas oder was?
Okay, Besitztümer. Alle Kultmitglieder, die Eigenschaft Materialist, erhaltet Glauben beim Bau besserer Unterkünfte. Okay. Alle erhalten falsche Idole. Erhalte mehr Glauben, wenn du dekorative Gebäude platzierst. Soweit. Jetzt bessere Unterkünfte. Ganz so, dann geht noch mein Level ab. So, darf ich dann jetzt endlich. Yeah. Bessere Waffen. Cool. Oh Gott, das ist schon 100 pro. Können wir den alten Sack einfach lebendig begraben oder wie funktioniert? I'm so confused. Hält ein Begräbnis ab bei einem kürzlich verstorbenen Anhänger ab. Kürzlich verstorben. Warum konnte ich das eben nicht machen? Ich muss die also zuerst selber begraben und dann kannst du irgendwie hier drin Begräbnis machen. Das ist so weird. Das ist so mega weird. Warum baut hier keiner Holz ab? Warum betest du, wenn du hier arbeiten könntest? Die Holzschlachten. Irgendwas einfallen lassen mit dem alten hier. Ich meine, wir könnten. Ich habe gehört, das finde ich mal ganz toll. Ich weiß auch nicht warum. Oh Gott, der Pott ist voll. Aber ich habe keinen neuen in der Pipeline, ne? I'm actually running out of Tippies. That's bad. Ne, das hat noch Abklingzeit. Das hat auch noch Abklingzeit. Aber das ist so mein nächster Plan hier. Ich frage mich halt, wie sehr ich seinen Glauben. Ich kann ihm halt nichts zustecken, weißt du?
Hier kann ich alle noch Scheiß irgendwie so. Hey, guck mal hier. Willst du nicht irgendwie, ne? Loyalität bestechen oder hier so ein Geschenk nehmen? Zu wissen, was die Abklingzeit ist. Das ist Tempel 3. Okay, ich muss mal warten, bis das voll ist. Hm. Ich guess, wir gehen angeln? I don't know. Der kriegt das hier halt kaum geschissen. Der kommt halt nicht hinterher, der Typ alleine. Der Wahnsinn. Lass mich eben dem Typen hier die Pilze geben. Hervorragend, aber nicht genug. Bring so mehr und so zeigt dir, wie du deinen Anhänger ein Gehirnwäsche verpasst. So vermutet, dass du etwa für deine Mühe haben willst. Natürlich, so bezahlt stets seine Schulden. Nimm dies. Toll. Das hat gefühlt gar nicht worth it. Außer du brauchst die Dinger noch für was anderes als Fleece. Aber ich finde die ganzen Fleeces, die du haben kannst, finde ich alle nicht so gut. Gegner erleiden Schaden, wenn du gegen sie rollst. Danach erhöht sich dein Schaden. Das sind nur noch dieselben. Hm. What a fan.